32 Angler. Yeah! 16 Boote. Richtig geil, Alter. 9 Nationen. Yeah! 3 Zielfische. Ui, 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 ui. 2 Zonen. Oh, das ist so böse, ey. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Und der Anglerschmiede. Dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Auflage des YouTube Predator Cup Boat, in der 16 Teams versuchen werden, die Titelverteidiger vom Team Nace mit Dustin Schöne und Felix Wegesser vom Thron zu stoßen, um sich anschließend YPC Boat Champion 2023 nennen zu dürfen. Wie immer am Staffelbeginn ein ganz kurzer Hinweis zu euren Supportmöglichkeiten. Wer die Produktion der kostenlosen YPC-Formate unterstützen möchte, kann das sehr gerne mit Käufen der teilnehmenden Marken bei uns im Online-Shop oder offline in Fachgeschäften, zum Beispiel in den immer mehr werdenden YPC-Megastores tun. Jetzt aber zunächst zum Modus, zu den Regeln und zur Teamvorstellung der Gruppe A, die ich, Charles Rettinghaus, euch mit Vergnügen vorstellen werde. Die 16 Teams teilen sich auf 4 Gruppen auf. Nach 2 Angeltagen ziehen die 2 Besten jeder Gruppe in ein gemeinsames Halbfinale ein, in dem gleich 8 Teams an einem Tag um den Finaleinzug kämpfen. Im Finale fischen dann an einem Angeltag 4 Teams um die Medaillen und den heiß begehrten Pokal. Die Gruppen sehen wie folgt aus. In Gruppe A starten der Titelverteidiger Nace sowie mit LMAB, Hearty Rice und Rapala 3 weitere Tackle-Hersteller. In Gruppe B befinden sich die Angelmarken Westin und Quantum sowie der Echolot-Produzent Humminbird und der frisch gebackene YPC Best Champion, die Bootsmanufaktur B1. Die Gruppen C und D bestehen dann wieder vollständig aus Angelgeräteherstellern. Der Vorjahresdritte Ilex bekommt es mit Bullseye, Neuke und Savage Gear zu tun. In Gruppe D treffen die Vizemeister von Abu Garcia auf Catch with Care, Hybrida und Stroft. In der Gruppenphase gilt es wie im letzten Jahr, 8 maßige Fische in die Wertung zu bringen. 2 Barsche mit einem Mindestmaß von 22 und einem Faktor von 2. 2 Zander mit mindestens 42 cm und einem Multiplikator von 1,3 sowie 2 Hechte mit 45 cm Länge oder mehr und einem Faktor von 1. Hinzu kommen 2 Bonusfische. Hier können die Teams selbst entscheiden, mit welchen Raubfischarten sie ihre Karte füllen wollen. Anders als in der ersten Staffel gibt es diesmal 2 Zonen. Die Zone West beinhaltet alle Gewässer westlich der Haringvliet-Brücke und der Volkerrag-Schleuse, also primär das Haringvliet, das Volkerrag und alle angrenzenden Flüsse und Kanäle. Die Zone Ost setzt sich in erster Linie aus dem Hollandsdiep sowie den Zuläufen wie der Dortschen Kiel, der Ammer und der Meerwede zusammen. Letztlich dürfen die Angler in beiden Zonen jedoch so weit fahren, wie sie möchten. In Zone Ost findet der Start gemeinsam im Hollandsdiep statt. In Zone West beginnen alle zur selben Zeit an ihrem jeweiligen gewünschten ersten Angelspot. Wie beim Uferturnier und beim YPC Boat 2022 gibt es einen Punktabzug von 10 Zählern für Abbisse sowie eine 10-Minuten-Zeitstrafe für das Herausheben von Fischen an der Schnur. Die Fische müssen wie immer mit Kunstködern gefangen werden. Schleppen, Vertikalangeln sowie pelagisches Angeln per Live-Technologie sind nur in einer Stunde am Tag in der sogenannten Power Hour erlaubt. Wann die Teams ihre Stunde nehmen, können sie selbst entscheiden. Die restlichen 7 Stunden muss die Live-Technologie während des Fischens ausgeschaltet und der Köder mindestens 5 Meter weit geworfen werden.
gute Nachrichten. Ihr könnt euch die gesamte Staffel auf 2 Videos pro Woche freuen, denn es wird bis zur letzten Folge durchgängig im Sonntag-, Donnerstag-, Sonntag-Rhythmus gesendet werden. Donnerstags beginnen die Folgen um 20 Uhr, sonntags wie gewohnt um 18 Uhr. Wir zeigen euch zuerst den ersten Angeltag aller 4 Gruppen, bevor wir dann zum jeweils 2. Wettkampftag übergehen. Kommen wir zur Gruppe A, den 4 Teams und ihren Anglern. Der Titelverteidiger Nace kann auf einen kometenhaften Aufstieg zurückblicken. Erst 2018 gegründet, gehören viele Nace-Produkte bereits in unzähligen europäischen Angelläden fest zum Sortiment. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt eine ganze Reihe von Turniererfolgen. Immer beteiligt war hierbei der Berliner Gründer Dustin Schöne. Neben ersten Plätzen bei der World Predator Classics in 2017 und der ersten Staffel Zander Pro wusste Dustin auch beim YPC regelmäßig zu überzeugen. 2018 gewann er den YPC Bank, 2021 holte er dort Silber, um 2022 dann auch mit Hilfe eines 1,25 Meter langen Rekordhechtes die erste Staffel des YPC Boat zu gewinnen. Doch auch sein Partner Felix Wegesser, der mit ihm gemeinsam versuchen wird, den Titel zu verteidigen, konnte im letzten Jahr YPC-Bestmarken aufstellen. Mit einem 52er Barsch und einem 88er Zander ist der Würzburger gleich doppelt auf der YPC Boat Measure Matt vertreten. Wir sind gespannt, ob die Titelverteidiger und Top-Favoriten ihrem Ruf erneut gerecht werden können. Mit LMAB befindet sich eine weitere deutsche Newcomer-Brand, die sich in den letzten Jahren in Europa einen Namen machen konnte in Gruppe A. Und auch hier finden sich einige Pokale und YPC-Medaillen in der Vitrine der Teilnehmer. WPC und Lure Masters-Gewinner Enrico Di Ventura holte sich 2020 den YPC Bank-Pokal und 2022 Silber beim YPC Bass. Die kürzlich ausgestrahlte 2. Staffel verpasste der LMAB-Produktentwickler aus Minden leider krankheitsbedingt. Doch auch ohne Enrico schaffte es Daniel Andriani, geboren in Bulawayo, Zimbabwe, beim YPC Bass wieder aufs Treppchen. Ein weiterer persönlicher Erfolg war zuletzt auch der WPC-Rekordbarsch in 2022. Gerade weil Enrico und Daniel vom Ufer aus in den letzten Turnieren immer die Gruppe überstehen konnten und beim YPC Bass beide Male das Finale erreichen konnten, wird es sie besonders wurmen, dass der YPC Boat 2022 nicht lief wie erhofft. Die Barsche machten ihnen einen Strich durch die Rechnung, wodurch sie das Finale knapp verpassten. Mal sehen, wie es diesmal ausgeht. Das dritte Team in Gruppe A ist Hearty Rice, eine Firma, die seit vielen Jahren von unzähligen Anglern für ihre Premium-Routen geliebt wird. Der österreichische Besitzer von Hearty Rice Europe, Josef Schmidt, lässt es sich wie im Vorjahr nicht nehmen, selbst am YPC Boat teilzunehmen. Der zweitälteste Teilnehmer konnte mit seinem fast 20 Jahre jüngeren Partner Pascal Suyata bereits Platz 4 bei der Predator Tour erreichen und auch beim letzten YPC Boat konnten zumindest Teilerfolge erzielt werden. Das Turnier begann für das Duo mit einem absoluten Paukenschlag, denn der erfahrene Holland-Angler Pascal brauchte nur wenige Minuten, bis der Plan erstmals voll aufging. Dem 110 cm langen Hecht folgte ein stattlicher 90er, doch vor allem das Barschangeln lief dann nicht so wie geplant, wodurch das Finale nicht erreicht werden konnte. Neues Jahr, neue Chance. Das einzige neue Team in dieser Gruppe ist die finnische Angelmarke Rapala, die seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt vor allem für ihre erstklassigen Hardbaits bekannt ist. Für Rapala geht ein Angler an den Start, der bereits in 2 YPC-Best-Turnieren für 13 Fishing dabei war. Der Hessener Angelguide Marcel Weigel kann auf beeindruckende PBs
jahrzehntelange Raubfischerfahrung und auch auf gute Gewässerkenntnis in den Niederlanden zurückgreifen. Nicht minder große Fische hat sein Angelpartner in der persönlichen Hall of Fame. Auch der Franzose Alban Chaunière verfügt über ein unglaubliches Fachwissen im Raubfischangeln und dieses bringt er täglich in seinem Beruf ein. Als Director of Innovation für Rapala Europe arbeitet Alban täglich an der Entwicklung neuer Produkte. Wir sind sehr gespannt, wie sich dieses auf dem Papier bärenstarke Duo, das jedoch erstmals zusammenfischt, bei ihrem YPC-Debüt schlagen wird. Marcel, day one? Day one. Ready to go? We are ready. Yeah. Just a little bit chilly this morning. Good weather, a little bit of wind, sun. Perfect for fishing. Good weather for fishing, yes, yes, yes. Good. Am heutigen ersten Angeltag der Gruppe A fischen die vier Teams in Zone Ost, starten also gemeinsam auf dem Hollands Deep und können von hier aus prinzipiell in alle Himmelsrichtungen fahren, außer nach Westen. Der erste Spot liegt für alle vier Teams im Hollands Deep. Während LMAB das Gewässer fast vollständig überquert und an der Mündung zur Dortschen Kiel startet, Hearty Rice auf einer relativ zentral gelegenen Kante beginnt, sind die Spots von Rapala und Nace mit einer recht kurzen Anfahrt verbunden. Marcel, let's make the first drift, you know, a little bit deeper. Yeah, yeah. And then we will go back in the plateau. So, los geht's. Erster Wurf. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht ultra nervös sind. Mal gucken, was so geht. Natürlich starte ich mit dem Maze Runner. Es wird sich heute auch noch ändern, aber jetzt erstmal Maze Runner. Hecht, Barsch, Zander, der kann alles fangen, deswegen der Köder. Und nachher, wenn wir Glück haben und wirklich was gefangen haben, dann geht's. Bisschen selektiver auf Einzelfische. Mal gucken. Wecki, hau was raus, Dicker. Wie auch schon im Jahr zuvor starte ich mit dem Warrior, getrailert mit einem 3,5 Inch Predator. Hat mir im letzten Jahr unglaublich viele schöne Fische gebracht. Hoffentlich jetzt auch wieder. Ich bin so unglaublich nervös. Also das ist ein ganz anderes Level wie im letzten Jahr. Krass. Hey Marcel, I will start with the mustache rig. Okay, perfect. What bait are you fishing with? Okay, I fished with the shadow web. Small shadow web? Yeah, 11. Okay. And it's a German color. So where are we now? The poison pike, you know? 2.3, 2.4, yeah. Okay. Okay, let's first start. Cast of the day. Guten Morgen, liebe YPC-Boot-Zuschauer 2023. Team Hearty Rice. Erster Turniertag. Wir sind jetzt hier auf dem Hollands Deep. Werden uns irgendwo auf 5 Meter bewegen, werden eine Steinkante abfischen und hoffen, dass die Zander heute Morgen recht früh noch hier unterwegs sind. Also ich werde mit einer Top Gun Prestige anfangen, bis 25 Gramm, 10 cm Köder, Salt and Pepper, 12 Gramm. Und Leute, an Gewässern, wo viel Hechtbestand unterwegs ist, schaltet euch ein kleines Titanvorfach davor.
besser für euch. Ihr kriegt die Fische, besser für die Fische. So, First Cast. Yes, yes. Net. Don't worry. Come on. Come on. Put it down. Yes. Yes. It's in. Good. Well done. Whew. Yes. That's a good start. That's a good start. Okay, please. Nice. I will take the measuring yes, ball yes, yes, that yes. is just behind your feet. Yeah, make it. Yeah. Ja, Leute, das hat nicht lange gedauert. Direkt zweiter Wurf. Shadow Rep, 11 cm, Poison Pike. Und ja, the first small pike. Yes, first small pike. We need to start. We need to start somewhere. Good, second cast. 64, okay. Perfect. Perfect. Go back. Yes. Woo. Well done. Good start. Good. And the pike fingers. Der erste Fisch des Turniers geht an Rapala. Doch fast zeitgleich ist auch auf einem anderen Boot die Route krumm. Yes! Oh, Hammer! Krass. Boom! Bam! Das ist ein richtig schöner Hecht, 80 cm. Hältst du Kescher? Ich mach ganz kurz meine Route hin. Das ging schnell. Boah, krass. Das ist ein wunderschöner Fisch, aber keine 80. Ich fisch gleich weiter. Ja, mach das. So, Köder haben wir schon mal ab. Wie immer habe ich damit gestartet mit dem Maze Runner. Und da ist tatsächlich ein schöner, ich würde sagen, N70er Hecht eingestiegen. Man muss aufpassen, die sind spritzig, nicht, dass die aus dem Kescher rausfallen. Oh, ich bin am Zittern, ey. Da ist er. So, schöner Anfangsturnierhecht. Mal die weggucken. Über 0,5, Tim, siehst du? 77er Hecht, kein Monster, aber sehr gut für den Anfang. Sehr gut, so kann es weitergehen. Schnell zurück. Im Sommer nicht so lange rummachen mit den Hechten. Die haben zwar jetzt schon nicht mehr Sommer, aber es ist immer noch sehr warm, das Wasser auch, und der schwimmt super gut weg. Yes! Geil! Oh. Wichtig, wichtig. Ja, das ist erstmal gut. Guter Start, gut fürs Selbstvertrauen. Maze Runner. Nicht das erste Mal, dass der Fische bringt. Ja, weiter geht's. Da kann noch ein größerer kommen, das würde mich freuen. 64 hat auch schon einer gefangen. Marcel. What did you say, Marcel? There is another boat that had a fish? Yes, yes, Dustin. Dustin called the pike with 77. Okay, and okay, good start. Quick start? Quick start. Okay, das war mein Startköder, der Shadow Web, 11 cm. Ja, nicht lange gedauert, ihr habt es gesehen. Zweiter Wurf, der erste Hecht. Noch ein kleiner, aber wir versuchen noch einen größeren damit zu fangen. I am fishing the new VMC Moustache Rig. Moustache Rig. It's just a jig head with some bucktail. Just give a little bit volume on it, and this is a normal, you know, storm curly tail. So fishing something different than Marcel. Maybe totally different vibration, a little bit bigger. You have, you know, a bait that is a little bit smaller, going right to left. This one is quite steady retrieve, less vibration. Try to fish different. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass das mit dem Hecht jetzt direkt hier geklappt hat. Im Training hatten wir wirklich ein bisschen Struggle mit den Pikes. Wir haben zwar ein paar gesehen, aber so wirklich gefangen haben wir keinen.
War auf jeden Fall unser schwerster Fisch bisher hier im Training. Und ja, dass das gleich so gut geklappt hat, wir sind mega happy. Wer kürzer fährt, fängt früher Fisch. Während LMAB noch nicht mal begonnen hat zu angeln, haben zwei Teams bereits Punkte auf dem Scoreboard. Kann auch Hardy Rice am ersten Spot zuschlagen? Das heißt, morgens haben wir schon wieder so viel Sonne. Das macht es nicht unbedingt leichter. Aber die Sonne wird ja mehr im Laufe des Tages. Also, die müssen nur beißen. Ich gehe jetzt ein bisschen kleiner. Das ist so ein 13 cm Gummi. Ich gehe jetzt, versuche es jetzt mal mit einem kleinen 8 cm. Guter alter Kubito. Sehr helle Farbe wegen der Sonne, die da immer wieder reinblitzt ins Wasser. Schauen wir mal, ob es was hilft. Ah, Scheiße! Scharf. Jetzt beißen die eh so schlecht. Fisch. Danny, Danny. Go to that side, go to that side. It comes up there. Yes, and easy. Yes, my boy. First fish is in. Good morning. Good morning, Leute, und willkommen zum YPC Boat 2022. Und so ist es ein Einstieg. Mann, geil, wow. Erster Wurf, Alter. Yes. Okay. Wollte gerade das Intro machen, gerade der erste Wurf gemacht. Wollte Hallo sagen zu euch, aber Enrizis hat es vorweg genommen. Ja, ich habe leider schon losgelegt. Ah, love it. Yes. So, 9 cm Perchet. Altbekannte Farbe, aber neue Größe. Super geil. 15 Gramm Bebleit, weil wir hier sehr viel Strömung haben. Und vielleicht der erste Fisch des YPC Boat 2022. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht in die Gruppe geguckt. Na, wir haben beide gedacht, hier hinzufahren. Und der Fisch ist... Yes. Genau 50 cm. Und damit herzlich willkommen zur YPC Boat 2022 Team Katastrophe. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Team. Wirklich nicht. Ist zurück am Start. Wir haben auf der Fahrt hierhin unseren Kescher verloren. Jetzt haben wir zum Glück noch einen kleinen Kescher, über den wir gestern noch gesprochen haben, dass wir den zumindest an Bord behalten. Aber im allerersten Wurf kam ein 50er Zander. Und das ist natürlich super geil. Jetzt, Daniel. Ich könnte was hinzufügen. Wir haben es auch geschafft, irgendwie den Tal uns runterzulassen während der Fahrt. So haben wir den Kescher auch verloren und einen Tal und auch kaputt gemacht. Und zusätzlich hat Enrico auch eine seiner wichtigsten Routen vergessen im Auto. Also das ist quasi der Start zu dem Tag. Das ist leider so, aber auf der anderen Seite haben wir einen Fisch auf dem Measureboard gehabt und das ist richtig gut. Und jetzt geht's weiter und ich hoffe, dass die anderen noch nichts gefangen haben. Ich gucke aber auch schon mal. Hoffst du? Ja, ich hoffe. Marcel Pike 64, aha. Dustin Hecht 77. Aha. Also die Hechte scheinen relativ aktiv zu sein. Ich habe ganz gerne den Zander, hätte ich ganz gerne abgehakt, zumindest zwei Stück. Ja, auf jeden Fall. Und das ist unser Ziel des Tages, erstmal die Zander zu fangen und dann werden wir sehen, ob wir auch noch was anderes fangen können. Aber ich habe auch nichts gegen großen Hecht als Beifang. Also dranbleiben. Trotz diverser Unzulänglichkeiten glückt auch für LMAB der Start. Der Angstfisch aus dem Training, nämlich der Zander, geht direkt mit dem ersten Wurf in den Kescher. Auch Rapala hat mit dem Hecht bereits einen ihrer Problemfische abhaken können. Folgt ein zweiter. Ja, unser Plan für den heutigen Tag ist auf jeden Fall, erstmal zwei Driften auf Hecht zu machen. Wir denken, das ist auf jeden Fall die beste Zeit am Tag im Moment. Und ja, danach heißt es auf jeden Fall, die Zander anzugreifen. Da versuchen wir auf jeden Fall auch zwei Fische in die Wertung reinzubringen. Und ja, bisher mit dem Hecht ist es uns ganz gut gelungen. Wir haben schon einen auf dem Board. Das ist perfekt. Und ja. Drückt uns die Daumen. Go for Team Wapala.
exklusive Sonderfarben, brandheiße Neuheiten, teilweise schon vor der Markteinführung, erprobte Klassiker, passendes Zubehör, wertvolle Expertentipps, Anwendungsempfehlungen per Flyer und Video, eine Chance auf den Monatsjackpot, nützliche Goodies und einen riesigen Preisvorteil. All das gibt es per Luredrop-Abo monatlich zu dir nach Hause geliefert. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Luredropper. Luredrop. Christmas every month. Ja, warum haben wir uns den Spot ausgesucht? Das ist eine relativ lange Steinpackung, die so auf 4 bis 5 Meter runterfällt. Die Zander ziehen vorbei und vor allen Dingen die Sonne steht noch nicht so hoch. Die Sonne geht hinter dem Steinhaufen auf und wirft noch einen relativ großen Schatten. Weil die letzten Wochen haben wir echt extrem heiße Wochen gehabt. Und wir gehen davon aus, dass die Zander sich erstmal auch noch recht schattige Plätze aussuchen. Wir haben eine relativ gute Strömung um die Spitze rum. Und im Training haben wir hier den einen oder anderen Zander fangen können. Gute Größen auch. Aber wir setzen jetzt nochmal neu an. Wir sind jetzt relativ steinpackungsnah gewesen. Gehen jetzt nochmal ein paar Meter raus und gucken, ob sie ein bisschen tiefer stehen. Ich fahre noch ein Stück und dann fahre ich gleich wieder zurück. Ja, weil wir hatten ja alle Kontakte da. Gestern, obwohl hier hatte ich auch gestern einen Biss, ne? Direkt. Willst du im Bogen dann zurückfahren oder einfach zurückdriften? Nee, ich fahre dann flach zurück, weil wir sind eben tief gefahren. Und dann würde ich danach noch mal eine Drift noch tiefer machen. Mir gefällt die Wassertrübung hier eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich finde hier gerade alles gut, aber... Bitte? Ich finde hier gerade alles gut eigentlich vom Angeln her. Mich wundert, dass nicht noch ein Biss kam. So, der erste Köderwechsel. Ich bleibe beim Warrior. Ich nehme jetzt nur ein bisschen gedeckteres Dekor. Gepaart diesmal mit einem C05 Trailer. Vielleicht haben sie mehr Lust auf die Farbe. Das probiere ich jetzt 10 Minuten und dann werde ich mir auch mal einen Maze Runner draufpacken. Aber vielleicht regelt der dunkle Chatterbait die Sache jetzt. Ja, ah, weg ist er, guck die Welle. Fuck. Siehst du die Welle? Noch, ich habe die Bugwelle noch gesehen. Wieder auf dem Maze Runner. Ja. Zweimal gebissen. Er hat da schon gebissen. Ich dachte, hä, was war das denn? Und dann habe ich ihn mitkommen sehen. Fuck. Viele fischen ein Spinnerbait auch ohne Trailer. Ich muss sagen, ich bin schon ein großer Freund davon, Trailer zu verwenden. Deswegen nehme ich jetzt nochmal ein C01 Predator und knall den da rauf und dann geht's weiter. Zwei Nachläufer gehabt jetzt, die hätten mal hängen bleiben können. Aber ich glaube, es ist bis jetzt relativ zäh, wenn mich nicht alles täuscht, sind erst 3 Fische gefangen worden. Muss man durch. Wecki, was ich nur denke, wenn wir heute keine Zander fangen, sind wir beim nächsten Wettkampf richtig am Arsch. Eigentlich müssen wir mehr Zeit damit verwenden. Ja. Weil dann müssen wir aufs HV, weil im Volkrad fangen wir keine Zander tagsüber. Eine sehr berechtigte These von Dustin. Nicht nur, dass es im Völkerrack generell verdammt schwer ist, tagsüber Zander zu fangen. Das andere große Gewässer in Zone West, das Haringfleet, hat sich im Training vor dem Turnier untypischerweise ebenfalls als sehr, sehr schwierig fürs Zanderangeln präsentiert. Allen 4 Teams würde es vermutlich sehr helfen,
die zwei Zander heute im Hollandsdieb oder den Flüssen abzuhaken. Trotzdem geht Rapalla zunächst weiter auf den zweiten Hecht. So, die erste Drift haben wir beendet. Wir haben einen Hecht gefangen und jetzt machen wir gleich noch die nächste und versuchen auch den nächsten Hecht zu kriegen. Get another pike? Okay. Yes, make another drift. Yeah. Maybe a little bit more deeper. But that's nice. First drift, first fish. Good start. Now what? Ey, danke, Mann. Toni, Mann. Jetzt ist im Wasser. Ah ja. Eieieiei. Christ. Top. Toni, danke. Ich wechsle jetzt den Köder und zwar von dem 9 cm Köfi Perchard, auf den ich ja heute den Zander hatte, auf einen 11 cm White Tiger, auch ebenfalls ein Köfi Perchard, aus folgendem Grund. Wir sind hier in einem Gebiet, wo sehr viele kleine Barsche unterwegs sind. Und kleine Barsche meine ich tatsächlich so zwischen 10 und 13, 14 cm, also wirklich kleine Dinger. Und in diesem Gewässer ist es sehr typisch, dass die Barsche oft sehr hell sind, also nicht sehr dunkel, gerade in den frühen Stadien, also wenn die Barsche noch klein sind, sind die nicht sehr dunkel wie zum Beispiel in einem ganz klaren Wasser in einem Baggersee, sondern die sind oft sehr hell, also fast weißlich. Und deswegen jetzt der White Tiger, weil das einem wirklichen kleinen Barsch sehr, sehr ähnlich kommt. Und den probiere ich jetzt hier mal aus. Macht ein bisschen mehr Druck als der 9 cm. Fischt den mit 14 Gramm, weil die Strömung gerade wieder gewechselt ist. Und jetzt noch nicht allzu stark ist. Das heißt, ich habe doch ganz gut Gefühl mit den 14 Gramm. Und ja, in der Kombination hier mit der 15 bis 45 Gramm überhaupt gar kein Problem. Auch dann die ja, größer als 10 cm Gummifische zu angeln. Also mal gucken, ob der White Tiger die Beutefische matcht und mir vielleicht sogar einen Beifang beschert, denn bei solchen Barschtrupps stehen häufig auch wirklich schöne Hechte dabei. Und oftmals sind diese Turning-Phasen zwischen den Wasserwechseln, wo das Wasser dann nicht mehr so stark strömt, doch immer gute Zeitpunkte, um einen Hecht zu fangen. Also das ist schon verblüffend, dass während der Wechselphasen der Tiden oftmals dann die Hechte in diese Barschwärme reinrammeln und ja, ich hoffe, dass ein Hecht sich meinen Köder schnappt. Enrico hofft, mit der nachgelieferten Rute und dem neuen Köder den zweiten Wertungsfisch zu fangen. Pascal und Josef warten noch auf den ersten Biss des Tages. Wo sind die Fische? Wo sind sie? Die sind da. Uns ist aufgefallen dieses Jahr, dass wir eine extrem große Population an kleinen Barschen haben. Das heißt, Futterfisch ohne Ende im Gewässer macht das Ganze jetzt nicht einfacher. Ja, ich glaube, ich hatte einen Biss. Ich glaube schon, ich weiß nicht, es war aber auf jeden Fall so. Ja, schon wieder. Ah, das war ein Biss. Das war 100% ein Biss. Ey, die haben, ich habe das Gefühl, jetzt hängt er. Rein, 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 rein. Wacky, was machst du? Der Kescher hing. Oh, gut. Bist du hängen geblieben? Ich war irgendwas. Ich bin, glaube ich, selber mit dem Fuß draufgetreten auf dem Netz und hab's ein bisschen blockiert. Ey, der dritte Biss in einer kurzer Zeit, ey. Das ich mach gleich weiter. Geil. Ein absoluter Spritzer, aber es ist ein Fisch. So, der nächste Fisch. Ich glaube nicht, dass der in der Wertung bleiben wird, aber ich bin erstmal froh, nachdem wir jetzt so viele Follower und Fehlbisse hatten, würde ich sagen, hat der, warte, Timmy? 64. Ja, ne? Ja. 64. So ein schöner kleiner Hecht. Wie gesagt, im Sommer schnell zurück ins Wasser. Und da schwimmt er weg. Köder, sage ich nichts zu, wisst ihr ja eh.
Weiter geht's. Hey, Mann, ey, die zerstört. Sehr gut. Sehr gut, ne? Gleich mal reporten. Also vor allem habe ich noch gesagt, ne? Biss. War das jetzt wirklich ein Biss? Dann nochmal ein Biss. Dann nächster Wurf, wieder ein Biss und dann Hinger. Ja, die sind picky heute. Aber gut. Zwei haben wir uns schon mühsam erarbeitet. Mal gucken, was da noch kommt. Waxen, weiter geht's. Ja. Okay, we have an upgrade in the group. Yes. Enrico caught a sender from 50 centimeter and Dustin caught a pike from 64. Nice, okay. Yeah. So how many team have one fish now? No, team Hardywise has nothing. And the other team have one fish? Yes, Dustin has two. Nace hat als erstes Team zwei Fische auf dem Board, LMAB und Rapala je ein. Was auch daran liegt, dass Alban seinen ersten Hechtbiss nicht verwerten kann. Gosh! Lost it. Look, everything is out. He got it in the mouth. Nice size fish. Come on. Nice size. I've seen the head shaking on the surface. Grah! That's fishing. Yes. I've seen the head. I just strike and I've seen the head. I had the bike, you know, the bait was 10 centimeters under the surface. So when he took it, you know, he clearly. Moustache rig. Bad luck. Okay. So let's go and make a try on Xander now. We had, let's say, three chances on pike. I mean, one on the boat, one that just followed and took the bait, and the one that just lost. That was a good fish. Now let's have a try and fish for Xander. Yes. Yeah, good. That's the plan. Yeah. I will switch to a Xander rod. So, der erste Spot hat keinen Fisch gebracht. Wir wechseln jetzt das erste Mal. Bleiben um Holland's Deep. Werden wohl voraussichtlich klassisch eine Hafeneinfahrt abjiggen. Und mal gucken, ob da die Fische stehen. Die ersten größeren Spotwechsel stehen an. Hardy Rice fährt Richtung Osten. Rapala wechselt ebenfalls die Stelle. Für Alban und Marcel soll es jetzt auch auf Xander gehen. Okay, wir haben die Stelle gewechselt. Wir versuchen jetzt unsere Zander voll zu machen. Als Route habe ich die Okuma Helios R bis 40 Gramm und ja, eine Rolle ist auch von Okuma, ist die ITX. Ja, perfekt. Okay, now it's Zander time. So let's switch to lighter gears and look for Zanders. Leider hat der erste nicht geliefert. Im Training war der super. Hat man sofort Fisch. Das ist jetzt hier unser zweiter Spot, Hafeneinfahrt. Wenn Zug drauf ist, kommen fast immer Fische. Schauen wir, wie es heute ist. Fisch! Alter, ist der spritzig. Yes! Oh, yes! Sehr gut, Dustin. Alter, ist der gesprungen. Der hat ja 100 Mal gesprungen, ne? Warte. 63. Wieder ein kleiner, aber die Karte füllt sich. Schnell zurück, den guten. Ciao. Mann, hat der einen Kampf gemacht. Ey, der ist, das war krass. Welche Fische machen das noch, die quasi immer aus dem Wasser springen? Wahnsinn. So, sehr gut. Fisch Nummer 3, 63. Alles keine Monster, aber da es heute ja relativ zäh zu sein scheint, kein schlechtes Ergebnis. Weiter geht's. So. Und der Köder, ihr wisst es alle, ist immer noch
der gleiche. Aber wir werden gleich, denke ich, wenn wir einen vierten Hecht haben, spätestens wechseln und dann gucken wir, was sonst und wo es sonst noch so geht. Oder, Wecki? Ja, ein paar Minuten noch hier und dann geht's zum Zanderangeln. Ja. Das ist sehr hängerträchtig. Kann immer mal einer einschlagen, ganz großer. Aber das mögen sie, die Zettis. Hab ich schon geschafft. Geh, komm. Einmal zu viel. Und jetzt nicht gleich wieder ein Hänger, weil dann drehe ich durch. Aber hier ist sehr, sehr viel Bootsverkehr gerade, ne, mit Angler. Ich weiß nicht, ob wir noch so lange bleiben sollten. Ja, wir fahren. Wir können ja jetzt rauffahren zur Bischbusbohne. Ja. Ja. Weil es ist halt so, meistens kann man hier, wenn einer da steht, dann kommt er sofort. Ja. Entweder haut er drauf oder er ist weg. Und wenn die ziehen, dann musst du halt warten. Aber die Nerven haben wir halt nicht den ganzen Tag zu warten. Nein. Wir fahren zum nächsten Spot. Ja. So maybe we don't have the right technique. Maybe they are not. Yes, they are there. I think so. Maybe not the right color. We will find something. Or maybe they will start to feed with the current. That's also one possibility. Yeah. What? I don't know. No, don't think so. I think I touched something on the bottom. Small perch. Yeah, small perch. There are lots of small perch. Yeah. Yes, that was a bite. Yeah, that another bite. But if there are small perch, I mean, there are bigger perch around. So, wir hatten hier gerade ein paar Bisse. Anscheinend kleine Barsche hier. Und dann werden noch ein paar größere da sein. Und ich probiere jetzt mal den Gomoko Spin. Den 16 Gramm. Da fischen wir mal die Kante hier runter und schauen, ob vielleicht ein größerer Barsch Bock auf den Köder hat. Er sieht doch lecker aus, oder? Was meint ihr? Ja, zum Angeln mit dem kleinen Spinnerbaits hier nehme ich entweder die Nace One bis 18 Gramm oder die bis 30 Gramm. Den Gewichtsunterschied mache ich nicht wegen des Wurfgewichts, sondern ich würde sagen, die 30 Gramm ist extra fast, also richtig ein Brett. Und wir angeln hier im krassen Kraut und ich hau da immer den Spinnerbait frei, weil ich will im Kraut angeln und will halt eben den Köder aber vom Kraut befreien können, wenn da halt eben Kraut dran ist. Und das ist auch oft der Moment, wo der Biss kommt, ne? Wenn ihr das Kraut freischlägt und der Köder wieder frei ist und so nach vorne schießt, dann kommt oft der Biss. Deswegen nehme ich jetzt die Nace One bis 30 Gramm. Wie gesagt, die bis 18 Gramm, die ist eher fast, die ist extra fast. Und so seid ihr, wenn ihr im Kraut mit Spinnerbaits angelt oder auch in Poldern, immer auf der sicheren Seite. Also hier vor allem in Poldern nehme ich auch die 30 Gramm. 18 Gramm eher, wenn ich gezielt auf Barsch mit meinen kleinen Spinnerbaits angle. Während Rapala und Hardy Rice schon einmal die Stelle gewechselt haben, befischen Nace und LMAB jeweils sehr ausgiebig ihr zuerst angefahrenes Gebiet. Welche Taktik bringt den nächsten Fisch? Yes! Yes! White Tiger! I told you guys. Oh, it's off! It's off! Mann, yes! Leute, wir haben echt Schwierigkeiten mit Zander. Gehabt. Haben uns Probleme vorbereitet. Aber Enrico ist schon on fire. Yes, Mann, Enrico ist echt geil, Mann. Nicht der größte Monster aus dem Teich, aber das ist egal. Das ist total egal. Das ist wirklich so egal. Am Ende muss man schon mindestens zwei Zander haben. Und 46.
46. Genau 46. Yes! Ein Zander! Mann, nice! Nice and easy. Ein zweiter Zander. Kleines Ding. Ey, aber ganz, ganz wichtig erstmal. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Denn ohne die Zander. Ein Herzen vom Stein. Ein Stein vom Herzen, Mann. Das gibt's doch nicht. Let it rain! Let it rain, Mann, so geil irgendwie. Ah. So, während ich jetzt eigentlich den Fisch reporten wollte, das mache ich jetzt mal schnell. Gibt's noch ein paar andere, die gefangen worden sind? Enrico Zander, ich habe nur Dustin gelesen. 46 und raus damit. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen zurückscrollen. Also, heute Morgen war der erste Fisch des Tages Marcel Weigel mit 64er Pike. Danach kam schon Dustin Schöne. Mhm. Hat nicht lange auf sich warten lassen. Eigentlich genauso, 8.12 Uhr. Dann kamen wir mit einem Fuffi, Zander, aha, kein Barsch. Dann kam wieder Dustin mit einem 64er Hecht, Dustin mit einem 63er Hecht. Und jetzt wieder wir mit einem 46er Zander. Also es ist nicht allzu viel gefangen worden. Hechte scheinen aber sehr aktiv, was mich positiv stimmt. Ja. Weil das die letzten Tage nicht so war. Mann, es ist so geil, dass wir diese zwei Zander haben. Ja, das finde ich auch. Leute, wir haben auch viele Spots auf dem Gewässer natürlich, aber... Auf dem Gewissen. Auch auf dem Gewissen. Aber man weiß, wie das ist. Da gibt es viele Spots, aber eigentlich viele, wo man auch ja, nicht viele Zander gefangen hat in den letzten Tagen. Dafür andere Fischarten, aber es war sehr, sehr wichtig auch für unseren Gesamtplan, sage ich mal, dass wir mindestens zwei Zander fangen heute. Es war so wichtig. Ah, das ist echt gut. Du hast noch keinen Angelschein? Dann bereite dich jetzt online optimal auf die Fischereischeinprüfung vor und erhalte mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein von Enrico Di Ventura ausgewähltes LMAB-Köderpaket im Wert von über 80 Euro geschenkt dazu. Die Online-Vorbereitungskurse der Anglerschmiede sind die perfekte Lösung für all diejenigen, die gerne zeitlich und örtlich flexibel lernen möchten. Über 80 Lernvideos, originale Prüfungsfragen und vieles mehr bereiten dich perfekt auf deine Fischereischeinprüfung vor. Dafür garantiert die Anglerschmiede mit einer 100% Geld-zurück-Garantie. Und für diejenigen, die bereits einen Angelschein haben, der Gutscheincode gilt auch für die Expertenkurse. Sicher dir jetzt dieses fette Köderpaket und starte mit dem geilsten Hobby der Welt. So, Abmarsch zum nächsten Spot. Hätten wir uns ein bisschen mehr erhofft hier, aber ist okay, wenn man sich so die anderen Fänge anguckt. Es ist brutal zäh, deswegen alles noch im grünen Bereich. Jetzt geht es darauf, die Zander zu fangen. Bisschen jiggen, eine Etage tiefer, weil im Flachen scheinen sie dieses Mal leider nicht aktiv zu sein. Schnell alles zusammenräumen und dann geht's weiter. Ja, sind gerade an Rapala vorbeigefahren. Wir fischen hier natürlich dann in der Gegend. Haben auch schon Hecht gefangen. Mal gucken, ey. Scheint brutal zäh zu sein. Hast du eine neue Nachricht bekommen? Nein, noch nicht. Es wurde schon länger nichts mehr eingereicht. Dein Fisch war der letzte. Oh ja, hier ist Fisch. Siehst du? Pop, 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 pop.
Waxen. Weiter geht's. Weiter geht's, lass einen Zander fangen. Bitte. Das wäre jetzt schon sehr wichtig, muss man sagen. Ohne Zander wird's schwierig. Egal wie gut es heute läuft, dann können wir einpacken. Wir stehen aktuell auf 6-7 Meter. Rechts von uns wird es recht flach, hinter uns wird es ein bisschen tiefer. Und jetzt schauen wir hier, ob wir in irgendeiner dieser Tiefen die Zander finden können. Dustin konnte auf dem Sidescan schon ein paar sehen. Hoffentlich sind die auch in Beißlaune. Nachdem nun auch Nace den Zielfisch gewechselt hat, haben jetzt alle Teams dieselbe Mission. Zander. Doch das stimmt nicht ganz. Rapala widmet sich momentan der Mission Nahrungsaufnahme. Ja. Yeah. Snack time. Yes, that's important. Let's make a move. Take some sugar and go back to fishing. I hope that the fish will do the same as us. Going back to eating. Yeah, we go back to the first spot and try it again. There was too bite. Wir sind zurück an unserem ersten Spot. Wir haben den jetzt mal eine halbe Stunde in Ruhe gelassen. Hier hatten wir direkt zwei Bisse. Die Fische haben noch nicht so gut gebissen. Wir hoffen jetzt, eine halbe Stunde später läuft das ein bisschen besser und wir können unseren ersten Zander hier fangen. Drückt uns die Daumen, Leute. So, wir haben jetzt ein bisschen umdisponiert. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen Zander angeln und vielleicht auch Barsch, so am Bissbusch-Eingang. Aber LMAB stand da auf der Strecke, wo wir halt driften wollten. Jetzt haben wir entschieden, wir gehen gleich in die Meerwede und probieren hier Hecht und Barsch. So ist jetzt der Plan. Haltet uns die Daumen. Ihr habt es gehört. Mit Hearty Rice versucht es das erste Team im Fluss. Josef und Pascal fahren in die Meerwede. Nace fischt mitten im Hollandsdieb. Rapala ist zum ersten Spot zurückgekehrt und LMAB ist nach wie vor an der Mündung zur deutschen Kiel zugange. So viel Fisch unter uns, ey. Ist viel? Ja. Stehen eigentlich auch ideal, gell? Ich würde gleich nochmal, da ist so ein 8 Meter links. Okay. Da nochmal gucken. Also ich meine, ist egal, wo wir stehen. Fisch! Guter Zander. Oder zumindest Zander. Schon mal gut. Guter Fisch? Ja, naja. Also auf jeden Fall sizable. Ja doch, ist ein guter Fisch. Ist kein Monster, aber ja doch, ist ein sehr guter Fisch. Sehr gut. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, wenn das ein Zander ist, dann ist es ein ganz großer. Aber es ist ein Hecht. Wo ist das Measureboard? Können wir gebrauchen. Measureboard ist hier. Na, der wird die 80 haben. Ja, ich bin richtig am Zittern, weil ich dachte, ey, das ist jetzt der große Zander. Gibt sehr, sehr viele Punkte. Die Zange, bitte. Schau mal her. Venom 4,3 Inch. 10,05 und das ist doch echt mal ein schöner Hecht. Kein Monster, aber mit Sicherheit der größte für heute. Also im Sommer sind die so agil, das ist echt nicht optimal, aber egal. Vorne ist er dran. 83. Siehst du, Tim? Ja. 83. Das ist doch gut. Sommer, der darf schnell zurück. Ei! Ciao, Großer. Vielen Dank. Yes, Zander wäre wichtiger gewesen, aber unsere vier Hechte haben wir jetzt erstmal voll. Weiter geht's. Wie viel Gramm hast du gefischt? 14, aber auch einen viel kleineren Köder als du. Da ist er. Unser Venom. 4,3 Inch. Oh, weiter geht's. Der bisher größte Fisch des Tages geht an Dustin Schöne. Mit seinem vierten Hecht beschert er seinem Team Nace eine recht souveräne Tabellenführung. Doch auch ein anderes Team hat nach Dustins Ansicht schon wichtige Fische für ein mögliches Weiterkommen auf dem Konto. Sag dir eins, Enrico hat eine richtig gute Chance weiterzukommen, weil die haben die Zander, die heute echt schwer sein werden.
Wir brauchen heute nichts anderes machen, bis wir keinen Zander haben. We go to another spot. We're trying crankbait fishing there on a big plateau. I think 3 meter. And hopefully there's a sender or a big perch. Gucken natürlich ganz genau, wo wir stehen. So, jetzt meine andere Taktik. Absolut über Bleit fischen und schwarz. Ich liebe ja schwarz auf Zander. Wisst ihr? Trübes Wasser, schwarzer Köder. Und ein bisschen Radau machen und bam, 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 schön auf den Boden knallen. Mal gucken, ob das was bringt. Sind sehr träge, die Zander, muss ich sagen. Der einzige, der Zander bis jetzt fangen konnte, ist Inventuri. Also Enrico Di Ventura. Der hat auf jeden Fall gute Karten fürs Weiterkommen, weil ich glaube, Hecht und Barsch geht. Zander ist das, was wirklich den Unterschied macht jetzt die Tage. Klar, es kann am nächsten Tag total anders aussehen, aber die letzten Wochen zeigen, dass es auf jeden Fall so war. Okay. Yeah, we start here. We start that drift. Make a drift, yes. Okay, so we just arrived to a new spot. This is a very big plateau, 3 meter. Nothing very special on that plateau, just that the fish time to time, they just go on the plateau, they hunt, and then they go back. So what we will do, we have a nice gentle breeze right now, so we will make a nice drift on the plateau, fishing crankbait, and clearly just try to find some fish that are feeding there. So that could be a big perch, that could be a zander, could even be a pike. It's nothing very special, just that time to time the fish are cruising, so we will just make, I mean, crankbait. You can fish fast, will be the perfect. Let's make one drift. So I will fish the Rapala DT10. It's a very, very classic bait made for fishing for bass in the US, but it's catching all kind of fish. And 10 feet is roughly 3 meter, a little bit more than 3 meter. So this is exactly the depth here. So the goal is just to cast it, make it hit the bottom, make a little bit of noise, then to attract the fish. Okay, let's go for it. Fisch an. Ich hatte auch einen. Geil. Wo ist das? Entspann dich, ne? Ist das was Quergehaktes? Glaube ich nicht. Ich hatte auch einen. Geil. Wecki. Ist gut. Ist gut. Ist gut, Wecki. Boah, ich habe einen Querbild gehabt. Vielleicht sind sie gerade on. Ne, das ist nichts Quergehaktes. Ja? Ein Zander. Und zwar ein guter. Ein guter Zander. Oh, fuck. Tut es gut. Oh, ist der gut, Wecki. Oh. Auf dem 5-inch Predator. 5-inch Predator, 10.05. Ja! Oh, was war das eine schwere Geburt für mich. 3 Stunden für den ersten Fisch. Oh, mein Herz pumpt gerade so. Oh, ich hatte einen Biss. Ja. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Du machst alles selbst, ne? Ja, ich mache alles selbst. Oh, ein guter Biss. Die sind aktiv. Vorsicht, der Kescher fällt so rüber. Sehr, sehr gut, Wecki. 65 hat der locker, oder? Ja. Oh. 65, geil. Da ist er. Der erste Fisch für mich im YPC-Boot dieses Jahr. Den messen wir gleich. Der ist über 66,5. Somit 67 Punkte mal 1,3. Schnell ausrechnen? Richtig am Zittern. Oh. Der wollte weg. Yes. Oh. Ich zeige euch noch mal ganz kurz den Köder. Predator. Boah, ich bin absolut am Zittern. 10.05, 5 Inch. Hat mir gestern schon meinen ersten Zander gebracht. Heute auch wieder. Mega. Sehr gut wachsen. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Boah, das hat gut getan. Schon geil, oder? Also das war jetzt wichtig. Ja. Wenn wir noch einen fangen, dann sind wir gut im Rennen. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Druck gerade von mir abfällt. Dustin hat richtig gut vorgelegt mit 4 Hechten und hat mich erstmal richtig in den Schatten gestellt. Und mit dem Zander bin auch ich jetzt hier am ersten Tag
richtig angekommen. Jetzt geht's richtig los. Mö, gleich einen richtig schönen Zander, ey. Der war so wichtig, Wecki. Ja, ich bin happy. Ich bin auch richtig happy. Wenn wir jetzt noch einen fangen, dann haben wir für den zweiten Tag ein gutes Polster. Weil das war unser Minimalziel oder beziehungsweise das Ziel, was wir erreichen mussten. Wir kennen in der anderen Zone sehr gut Barschangeln, gut Hechtangeln, aber eben nicht Zander. Deswegen war es uns ganz wichtig, hier Zander zu fangen. Einer fehlt noch und dafür haben wir jetzt noch ein paar Stunden. Wenn wir das schaffen, das würde uns schon echt weiterhelfen. Also Wecki, richtig guter Job. Dankeschön. Weiter geht's. Mit dem punktbesten Fisch bisher, einem tollen Zander für Felix Wegesser und Team Nace, schließen wir die erste Folge vom YPC Boat. Der Titelverteidiger beendet die erste Tageshälfte mit 4 Hechten und diesem Super Zetti auf Platz 1. LMAB liegt momentan mit 2 kleineren Zandern auf 2, Rapala mit einem Hecht auf 3 und Hearty Rice hat bislang noch keinen Fisch in der Wertung. Um zu wissen, wie der erste Angeltag ausgeht, müsst ihr nicht bis zum nächsten Sonntag warten, denn bereits am Donnerstag um 20 Uhr kommt Episode 2. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare, neue Abonnenten und Supportkäufe.